Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Focus Odin 5 F3 Drucker vor, den ich von der Firma kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und deswegen das Ganze auch wieder hier als Werbung deklariert. Aber wie immer könnt ihr euch sicher sein, das hier ist mein ehrliches Review über diesen Drucker. Fangen wir mal mit dem Auspacken an. Das ist der erste Drucker, den ich bekommen habe, der mir nicht in so einem braunen Karton geliefert ist. Sondern wirklich jetzt hier so eine schöne bunte Verpackung mit einem Aufdruck von dem Drucker direkt schön drauf. Und das Auspacken war jetzt auch ein bisschen anders. Und ich muss sagen, das war eigentlich das Schwierigste an dem ganzen Aufbau des Druckers, den aus dem Karton zu kriegen. Denn die Schaumstoffteile hier mit dem Zubehör und der Filamentrolle und auch jetzt die Seitenteile, wie der Drucker verpackt ist, das ist alles sehr stramm da drin. Im Endeffekt habe ich den dann einfach rumgedreht, den Karton, und dann den Drucker da rausgeholt. Dann noch die Seitenteile, die auch wieder sehr stramm da drauf waren, abgemacht. Und dann konnte ich den Drucker auch schon vor mir auf den Tisch legen. Und zu guter Letzt noch die Folie entfernen. Und dann können wir den Drucker zum ersten Mal aufklappen. Das ist ja das, womit er groß beworben wird, als der faltbare Drucker. Aber das darf man jetzt auch nicht missverstehen. Und das Ganze ist nur eine Aufbauhilfe und heißt nicht, dass ich den Drucker nach Gebrauch wieder zusammenklappen kann, um den besser verstauen zu können. Bevor wir jetzt zum Aufbauen gehen, gucken wir uns doch mal an, was jetzt als Zubehör dabei ist. Das erste, was uns hier auffällt, ist das extrem dicke Handbuch, was dabei ist. Meine Güte. Aber es liegt wohl daran, dass hier gleich mehrere verschiedene Sprachen aufgeführt sind. Dann machen wir weiter mit dem Quickstart Guide. Auch hier ganz grob eine Garantiekarte. Und dann ganz grob erklärt jetzt schon mal, wie wir den Drucker zusammenbauen und worauf wir jetzt achten müssen. Das gucken wir uns auch nochmal genauer an. Und jetzt kommen wir wieder zu dem ganzen Zubehör. Hier haben wir wieder so Micro-SD-Karten-Adapter. Und auch hier ist eine Micro-SD-Karte drin. Und schauen wir mal, so wie das aussieht, steht da mal gar nichts drauf. Mal schauen, was das jetzt für eine Größe ist. Das gucken wir uns auch später nochmal genauer an, was da alles drauf ist. Und dann haben wir hier noch Ersatzflachbandkabel, ein Kaltgerätestecker, um den Drucker an den Strom anzuschließen, noch ein paar kleine Abdeckkappen für den Drucker, ein Spachtel, ich weiß nicht, wo man den noch dabei legt, den braucht kein Mensch mehr, ein USB-Kabel und jetzt hier noch eine Düsennadel, falls unsere Düse mal ein bisschen verstopft ist. Dann ein bisschen Werkzeug, um das Ganze zu montieren. Und ein paar Schrauben, um den Drucker zusammenzubauen. Dann haben wir hier noch den Filamentrollenhalter. Ja, und das Teil, um das Ganze an einem Rahmen zu montieren. Zwei Ersatzdüsen und wie wir sehen mit langem Gewinde. Und wieder eine kleine Filamentzange. Wie gesagt, die benutze ich immer oft und gerne. Schauen wir uns mal kurz an, was alles drauf ist auf dieser MicroSD-Karte. Als erstes haben wir hier User Manual, gucken wir mal. Auch hier das Benutzerhandbuch wieder in Deutsch. Und machen wir es mal ein bisschen größer. Hier können wir jetzt wirklich nochmal alles in Deutsch nachlesen, was auf diesem beigelegten gedruckten Handbuch ist. Nochmal hier die technischen Daten, was alles jetzt dabei ist. Nochmal eine Beschreibung des Druckers mit einer kleinen Aufbauanleitung. Also hier hat man nochmal schön was zum Nachlesen, wenn man mal irgendwelche Informationen braucht. Aber machen wir mal weiter. Gehen wir wieder zurück. Hier haben wir jetzt Software und Driver. Einmal jetzt unsere Treiber, wenn wir den Drucker per USB an unserem Computer anschließen wollen. Sowohl Windows wie auch Mac. Und dann haben wir einen Fokus-Slicer. Ja, und dieser Ordner ist bei mir leider leer. Schade. Dann 3D-Modelle. Hier gucken wir mal. Ja, sehen wir dann auch schon ein paar Sachen, die wir hier haben. Ja, von der SD-Karte brauche ich jetzt ein bisschen länger, um die Vorschaubilder anzuzeigen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar Testobjekte drauf. Naja, und wenn ihr euch wundert, warum ich hier eine Bildervorschau habe, auch darüber habe ich ein Video gemacht. Ich werde mal versuchen, das hier zu verlinken unter diesem Video. Mal auf die großen Symbole. Ja, jetzt kann man schön sehen, was das alles schon mal für Sachen sind, die dabei sind. Dann gehen wir mal wieder weiter. Dann gehe ich jetzt mal hier auf diesen Ordner. Auch hier haben wir jetzt, gucken wir uns mal an, Ersatzteile,
die wir uns nachdrucken können. Unter anderem jetzt hier diese Abdeckung, die wir gesehen hatten, jetzt in Gelb bei diesem Drucker. Dann die Düse für die Bauteilkühlung. Und hier ist das, glaube ich, jetzt ist noch für die Abdeckung, da wo die Flachbandkabel sind, auf der linken Seite. Also hier kann man sich gegebenenfalls noch mal was nachdrucken. Finde ich nicht schlecht, dass sie das mal dabei gepackt haben. Und hier haben wir jetzt noch ein paar G-Code-Dateien fertig, die wir mit unserem Drucker testen können. Gehen wir auch hier mal wieder zurück. Und das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir hier noch mal, gucken wir mal hier. G-Code. Ach, das ist jetzt, um diese Forscherbildchen zu machen. Da haben wir auch eine Datei dabei. Gucken wir uns das mal an. Ja, hier wird genau gezeigt, wie das gemacht worden ist. Und genau das ist das Problem. Das klappt nämlich nicht so einfach. Wir sollen auf den Marketplace gehen. Dann uns dieses MKS Wi-Fi Plugin herunterladen, installieren, natürlich dann die Lizenzbedingungen akzeptieren, dann den Focus Slicer verlassen. Also ich denke mal, das wird ein Cura-Clone sein. Und dann ist es fertig. Dann machen wir Save-TFT-File und dann kann man das abspeichern. Es wäre zu schön, wenn das so einfach gehen würde. Das tut es nämlich nicht. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, woran das liegt, aber das kommt dann später nochmal. Also hier nochmal eine Anleitung, wie man das normalerweise einstellen soll, um unsere kleinen Forscherbildchen auf dem Display zu sehen. Aber wie gesagt, so einfach wie hier beschrieben, funktioniert es leider nicht. Dann haben wir auch hier nochmal hier den Quick Start Guide. Auch der ist nochmal hier jetzt aufgelistet. Das ist auch jetzt das Zettelchen, was schon mal dabei war. Also wie gesagt, alles, was in gedruckter Form ist, ist hier nochmal als PDF vorhanden. Und das war's auch schon. Hier haben wir noch mal ein kleines Testmodell. Und das ist jetzt der Inhalt dieser SD-Karte. Jetzt gucken wir uns doch mal an, was die für eine Größe hat. So, das ist immerhin eine 8 GB Micro-SD-Karte. Aber ich denke mal, da haben wir Platz ohne Ende drauf. Das reicht für 3D-Druck vollkommen aus. Machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Aufbau des Druckers. Hier haben wir jetzt unseren Drucker in dem zusammengefalteten Zustand. Den werden wir jetzt einfach mal aufbauen. Packen wir also die beiden Schrauben auf, um den ganzen Rahmen zu befestigen. Und das geht ganz gut alleine, da man ihn wirklich jetzt nur mit einer Hand hochziehen muss, wie er senkrecht steht. Und schon können wir die Schrauben in die Bohrungen eindrehen. Manche sind ein bisschen versteckt, da muss man gucken, hier zum Beispiel hinter dem Kabel. Und so werden wir jetzt einfach mal alle vier Schrauben einschrauben. Noch nicht richtig festziehen. Das machen wir später. Und wie man hier sehen kann, hat man doch relativ viel Spiel. Das heißt, ich habe also Toleranz, um das Ganze jetzt festzuziehen. Hier hätte ich mir jetzt einen Anschlag gewünscht, so dass man jetzt weiß, wo ist die Position, in der ich jetzt festschrauben muss. Ich habe den jetzt so ein bisschen nach vorne gedrückt, bis man einen Widerstand gespürt hat und dann festgezogen. Und das Ganze dann sicherheitshalber jetzt doch nochmal kontrolliert. Ich hatte mir hier irgendwann mal hier so einen kleinen Winkelmesser gedruckt. Und ja, doch, 90 Grad. Also das ist das Einzige, wo man jetzt wirklich darauf achten muss, dass er wirklich schön 90 Grad zum Druckbett hat. Und dann noch ein bisschen Verpackungsmaterial entfernen, was wir zum Beispiel hinter den Gewindestangen haben. Und dann haben wir auch noch so eine kleine Transportsicherung. Hier so ein Kabelbinder, den wir eben noch entfernen müssen. Dann hier noch eine kleine Transportsicherung entfernen. Und dann können wir auch schon den Filamentrollenhalter montieren. Der wird einfach hier eingesteckt und dann verdreht. Dann kommen noch hier diese kleinen T-Muttern dran. Und schon können wir ihn nach vorne ausgerichtet, also Filamentrolle nach vorne hin ausgerichtet montieren. Als nächstes montieren wir hier das Flachbandkabel für die Z-Achse. Dazu drehen wir die Z-Achse von Hand jetzt ein bisschen runter, sodass wir besser an diese Kontaktleiste drankommen. Dann das Flachbandkabel hier bis auf Anschlag einstecken und hier mit diesem kleinen Clip fixieren, indem wir ihn jetzt einfach herunterdrücken. So sieht das Ganze dann aus. Nun montieren wir jetzt noch das Flachbandkabel für die X-Achse. Das wird hier einfach bis auf Anschlag eingedrückt. Und das war's dann auch schon. Jetzt soll man laut Anleitung noch Andruckrollen und Riemenspannung überprüfen, aber das war bei mir alles okay.
Und zu guter Letzt noch ein paar Schutzfolien entfernen. Und hier auch wieder nervig, warum wird die Schutzfolie immer mit dem Display bei der Montage eingeklemmt? Man muss hier mal mit Gewalt rangehen und hoffen, dass da nichts hängen bleibt oder sogar was kaputt geht. Dann hier noch von der Druckplatte die Schutzfolie entfernen, die natürlich mit den Klammern festgemacht war. Dann haben wir selbst auf der Aluplatte hier noch eine Schutzfolie. Auch die dann noch zu guter Letzt entfernen. Und dann können wir auch wieder unsere Druckplatte mit diesen Metallklammern an dem Heizbett befestigen. Und damit wären wir mit dem Aufbau fertig. Kommen wir nun zur Stellfläche, die dieser Drucker benötigt. Das Druckbett können wir hier wirklich sehr nah an die Wand fahren, wie wir hier sehen, weil das Anschlusskabel für das Heizbett nach unten weggeführt wurde. Das Einzige, was hier so ein bisschen gegen die Wand drückt, ist das Stromkabel. Hier müsste man gucken, ob man dann eventuell etwas Abgewinkeltes bekommt. So ist es möglich, den Drucker ganz knapp aufzustellen, dass man jetzt wirklich auf ungefähr 48 cm kommt, die ja von der Wand wegsteht mit der vordersten Kante. Und die Breite ist hier ungefähr bei 41 cm. Also wirklich ziemlich kompakte Aufstellmaße. Also schalten wir den Drucker nun mal zum ersten Mal ein. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, er ist doch relativ laut. Ganz am Anfang geht das noch so einigermaßen, aber wenn er dann unter Last kommt, wird er immer lauter. Wir haben hier also dann eine Leerlauf-Lautstärke von ungefähr 60 dB. Aber das ist auch schon so ein bisschen nervig, dieses Geräusch. Und wenn er dann so langsam auf Last kommt, also auch während des Druckens, geht er hier hoch bis auf 65 dB. Und das ist wirklich schon eine Geräuschkulisse, die mich persönlich jetzt schon extrem nervt. Selbst wenn er bei mir in einem Nebenraum steht, bei geschlossener Tür, kann ich ihn noch wahrnehmen. Und das sind wieder Sachen, die ich nicht verstehe. Auch hier wird wieder geworben mit leisen Stepper-Treibern und 32-Bit-Mainboard. Was nützt mir das, wenn die Lüfter so einen Lärm machen, dass das völlig irrelevant ist? Aber machen wir erstmal weiter. Als Erstes bin ich jetzt mal hier in das Menü gegangen und habe die ganzen Achsen auf Home-Position gefahren. Und ich werde den Drucker jetzt mal hier ein Video leiser machen, damit das nicht zu sehr nervt. Und das Nächste, was mich an diesem Drucker gestört hat, er hat nur einen Endschalter für die Z-Achse. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier auf der linken Seite hat er den Endschalter für die Z-Achse und wirklich nur hier auf der einen Seite. Und das hat natürlich folgendes Problem. Wenn ich jetzt meine ganzen Achsen auf 0 fahre, unter anderem jetzt hier auch Z, weil ich mein Bett leveln will, sieht das folgendermaßen aus. So steht jetzt die Düse. Und jetzt verstelle ich von Hand die linke Gewindespindel. Das kann durchaus mal passieren, wenn ich zum Beispiel mal Filament wechsle oder mal ein bisschen an meine X-Achse drankomme, dann kann ich diese runterdrücken. Jetzt werde ich wieder alles auf 0 fahren und siehe da, er bleibt jetzt auch da unten stehen. Und jetzt verstelle ich wieder die linke Gewindespindel von Hand, drehe sie wieder ein bisschen hoch. Wie gesagt, das kann alles passieren, wenn ich mal an dem Drucker rumwerke, fahre jetzt wieder auf 0 und siehe da, jetzt bleibt die Düse da oben stehen. Das ist ein Problem. Wenn ich also jetzt meinen Drucker ausgiebig gelevelt habe, muss ich höllisch aufpassen, dass ich nicht diese Gewindespindel aus Versehen verstelle. Wie schon erwähnt, das kann schnell passieren. Ich brauche hier nur mal bei dem Filamentwechsel nicht ganz so behutsam vorgehen und schon ist es geschehen. Die meisten Hersteller eliminieren das Problem, indem sie zum Beispiel jetzt diese beiden Achsen mit einem Zahnriemen immer synchron halten oder für jede Seite der Z-Achse einen eigenen Endschalter verwenden. Und wie man hier sehr schön sehen kann, werden solche Differenzen dann ausgeglichen. Dieses Problem wurde bei diesem Drucker leider vernachlässigt und deswegen sollte man höllisch aufpassen, dass man hier nicht aus Versehen die linke Seite der Z-Achse verstellt. Denn sollte mir sowas jetzt mal aus Versehen passieren, dann kann es sein, dass ich im günstigsten Fall keine Druckbetthaftung habe bei meinem Bauteil. Im allerschlechtesten Fall zerkratze ich mein Druckbett mit der Düse. Bevor ich jetzt das Druckbett level, werde ich jetzt erstmal die beiden Spindeln für die Z-Achse ausrichten. Ich werde also jetzt hier meine X-Achse parallel zum Druckbett ausrichten. Was man dazu benutzt, ist eigentlich egal. Ich habe hier gerade so ein Druckteil rumliegen gehabt. Hauptsache links und rechts, die Höhe ist gleich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht gegen den Zahnriemen kommen, weil der so ein bisschen aus dem Profil rausschaut. Also wirklich schauen, dass wir wirklich nur vorne auf das Profil gehen und dann die Höhe auf beiden Seiten gleich einstellen. Wenn das alles erledigt ist, einfach wieder alle Achsen auf 0 fahren. Also gehen wir wieder auf Home alles.
Und dann fangen wir mal mit dem Leveling an. Gehen wir also hier in das Menü Leveling, fahren unseren ersten Punkt an und legen los. Wie gesagt, vorher alles schön auf Temperatur aufheizen und dann einstellen. Das mache ich jetzt hier in meinem Schnelldurchlauf. Und das, was mir aufgefallen ist, man hat also sehr schön Platz, um an die Einstellrädchen zu kommen, denn die Z-Achse ist sehr weit hinten, sodass ich wunderbar an die hinteren Einstellrädchen drankomme, um halt meine Leveling-Punkte präzise einzustellen. Als ich dann alles gelevelt und wieder auf Null gefahren habe, wollte ich mein Druckbett abfahren. Und da ist mir aufgefallen, hier sind wieder diese blöden Klammern, wo er natürlich voll gegenfahren würde, wenn ich hier nicht aufpasse. Also hier muss man höllisch aufpassen, wenn man den maximalen Druckbereich benutzen möchte. Aber die positive Nachricht ist, es werden die kompletten Abmessungen erreicht, also X235 und Y235. Aber natürlich unter Berücksichtigung der Klammern. Die sind natürlich dann im Weg. Und dann wollte ich jetzt einfach mal einen Druck starten, habe also eine 1 Kilo Rolle mal eingehängt, um zu gucken, wie gut das funktioniert, und dann das Filament in den Extruder eingefädelt. Und dieses kleine Löchchen hier, das kann man beim ersten Mal sehr gut übersehen. Dann direkt auf dem Hauptmenü auf Autoload gegangen und einfach auf Autoload geklickt. Und da kam schon der erste Schrecken. Er fing also sofort einfach an, das Material einzuziehen und zu fördern, ohne die Düse aufzuheizen, denn die war noch kalt. Also den Drucker vor Schreck erstmal ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und dann erstmal die Düse aufgeheizt auf 200 Grad. Dann dasselbe Spielchen normal, diesmal mit aufgeheizter Düse. Und nun wollte ich endlich mal den ersten Testdruck von der beiliegenden MicroSD-Karte starten. Und hier habe ich gesehen, hui, für alle GQ-Dateien hier ein kleines Vorschaubildchen. Das sah richtig schick aus. Also dachte ich mir einfach mal ein Benchy drucken. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Benchy gedruckt. Also habe ich jetzt einfach mal den Druck gestartet, weil ich wollte jetzt mal wissen. Und was mir hier schmerzlich aufgefallen ist, bei der deutschen Übersetzung ist es halt nicht so gut gelungen und es fehlen ja auch komplett die Umlaute. Wie man hier sehen kann bei dem Aufhören-Button. Hier habt ihr noch dann ein paar Sachen. Ich kann also jetzt noch meine Temperatur ändern für Heizbett und Düse. Dann habe ich noch die Funktionen hier Ventilatoren, Geschwindigkeit einzustellen für die Bauteilkühlung, Materialwechsel, Geschwindigkeitseinstellungen und den Mehr-Button haben wir noch. Da ist jetzt nichts hinterlegt. Aber ich habe da noch Baby-Steps, wo ich Baby-Steps in jeglicher Richtung noch einstellen kann. Und das war jetzt das Untermenü von dem Druckmenü. Dann habe ich einfach mal den ersten Testdruck jetzt laufen lassen, um zu gucken, was daraus wird. Was mich gewundert hat, ist, dass er das Druckteil jetzt nicht mittig auf das Druckbett gesetzt hat, sondern jetzt irgendwo so mehr links vorne angefangen hat. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht speziell für diesen Drucker gesliced wurde. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie die Druckqualität ist jetzt mit diesem vordefinierten G-Code. Das Teil hat ganz schön lange gedauert, insgesamt ca. 2,5 Stunden, bis er fertig war. So wie es aussieht, hat er das in 0,12 mm Leerhöhe gedruckt. Schauen wir uns das kleine Benchy nun mal genauer an. Also auf den ersten Blick, der Unterbereich, der sieht ja nun mal wirklich gar nicht schön aus. Auch hier mit der Druckbetthaftung hat es wahrscheinlich nicht so funktioniert, wie man jetzt an den Ecken sehen kann. Und ich würde sagen, so der ganze Rumpf, das ist jetzt nicht so dolle geworden. Hier in dem oberen Bereich sieht das jetzt eigentlich ganz gut aus. Auch jetzt hier so mit der Fadenbildung, das ist alles nicht schlecht. Wahrscheinlich jetzt durch diesen Direktextruder. Aber so richtig glatt sind die Flächen jetzt auch irgendwie nicht geworden. Gerade jetzt so die geraden Wände, die sehen eigentlich sehr unruhig aus. Aber nun gut, das war jetzt ein fertiger G-Code von der SD-Karte. Wer weiß, ob der überhaupt für den Drucker gemacht worden ist jetzt speziell. Naja, wie gesagt, nichts Berauschendes, aber ich würde sagen, lassen wir uns mal selber was slicen. Gerne hätte ich den hauseigenen Slicer hier verwendet von der Firma, aber der Ordner war auf meiner SD-Karte ja leider leer. Ich habe jetzt auch mal hier die Website durchsucht, aber ich habe hier nichts gefunden, um irgendwelche Firmware oder Software downzuladen. Wie wir sehen, hier gibt es nichts mit Download oder Support. Naja, ich habe sie aber kontaktiert per E-Mail, aber leider bisher keine Antwort von denen erhalten. Also versuche ich jetzt einfach diesen Drucker in der Standard-Cura-Version zu benutzen. Ich habe jetzt hier also mein Cura 4.10 gestartet und gehe jetzt unter
Konfiguration, Core konfigurieren, Drucker hinzufügen. Jetzt müssen wir gucken. Das ist natürlich jetzt ein Drucker, der hier wahrscheinlich jetzt nicht enthalten ist. Gucken wir einfach mal unter ABCDEF. Nein, da haben wir nichts, was da passen könnte. Leider nein. Und das ist wieder halt der Nachteil, wenn man solche ausgewöhnlichen Drucke hat. Die sind jetzt standardmäßig noch nicht drin. Also gehe ich jetzt einfach hier auf Custom und nehme jetzt einen einfachen Printer. Sage ich jetzt hier hin, ich nenne jetzt direkt erstmal um. Hinzufügen. Jetzt geben wir hier schon mal die Maße ein. Und da meine ich, hätte ich was im Handbuch gesehen, switchen wir mal eben um. Hier bei Installation und Verwendung der Software steht zwar, dass wir jetzt diesen Focus-Slicer installieren sollen. Können wir ja leider nicht. Das wäre nämlich schön gewesen. Hier haben wir direkt unseren Drucker vordefiniert und hätten wahrscheinlich direkt die passenden Profile gehabt. Aber nun gut. Da das jetzt anscheinend ein Cura-Klon ist, werden wir jetzt einfach jetzt diese Einstellungen hier übernehmen. Also switche ich jetzt wieder um zu meinem Cura und gebe die Daten jetzt erstmal hier ein. Nehmen wir hier 235, 250. Und was natürlich jetzt nicht angehakt war, heizbares Bit. Das müssen wir natürlich machen und hier gucken wir mal. Dann schreibt er hier 10 mm. Dann nehmen wir das auch mal. Und dann gehen wir weiter bei Extruder. Schauen wir uns das auch nochmal an. 04er, 1,75, der Rest auf 0. So. Start und NG-Code nichts. Weiter. Und dann können wir das Ganze auch schon schließen. Jetzt haben wir den Drucker eingerichtet und dann werde ich direkt mal hier einen Teil hineinladen. Da gehe ich wieder hier bei mir unter Erweiterungen. Hier benutze das Tool Part for Calibration. Nehme meinen XYZ-Würfel hier. So, und dann gehe ich jetzt mal hier auf die Standardauflösung. Ich nehme jetzt einfach mal hier 0,2 mm. Lassen wir das mal slicen. Vorschau. Warum man jetzt hier einen Brimmat hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Dann nehme ich jetzt mal eben dieses hier, weil Brimm brauche ich nicht. Okay, das reicht. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich mache es einfach mal ein bisschen breiter. So, jetzt gehe ich mir auf 450. Das ist so meine Erfahrung, weil die Düse doch immer beim Aufheizen ziemlich leer läuft. Lassen wir es nochmal slicen. Das ist mal hier zu, Slice. Ja, jetzt sieht er schon besser aus. Und jetzt, wie wir hier sehen, habe ich natürlich jetzt schon dieses Tool installiert. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf. Ich mache nochmal den Marktplatz offen, denn wir wollen ja auch gerne unsere Vorschaubildchen haben. Das habe ich ja schon mal beim Sapphire Pro probiert und bin da kläglich dran verzweifelt. Ich habe im Internet nichts gefunden. Auf unserem Discord haben wir uns stundenlang darüber unterhalten. Es hat nicht funktioniert. Ich habe es für meinen Sapphire nicht hingekriegt. Und da jetzt hier ja bei diesem Focus dieselbe Hardware verbaut ist, habe ich natürlich weiter geforscht. Und da schauen wir uns mal an. Also wie gesagt, wir gehen auf den Marktplatz. Und wenn er den dann endlich geladen hat, dann scrollen wir runter und installieren uns dieses Tool hier, MKSO Wi-Fi Plugin. Wie gesehen, das habe ich ja hier schon installiert. Hier steht nämlich auf Get Preview für deinen Druckerbildschirm. So, wie gesagt, das habe ich schon gemacht. Ich kann das auch als TFT-File speichern, aber das kann ich machen, bis der Arzt kommt. Er macht kein Vorschaubildchen. Denn was nirgends steht, selbst nicht auf der GitHub-Seite, wo das von Hand manuell ausführlich erklärt wird, wie man das Tool installiert, das Wichtigste fehlt. Ich muss dieses Tool doch erst noch aktivieren. Und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Dafür müssen wir nämlich hier gehen nach Konfiguration, Cura konfigurieren, Drucker und dann sehen wir hier auf einmal einen kleinen Button, der dazugekommen ist. MKS Wi-Fi Plugin. Da klicke ich drauf und hier muss ich erstmal sagen, aktiviere das auch für diesen Drucker. Dann kann ich hier auf diese Preview Settings gehen, kann sagen, ja, mach das. Custom, das reicht vollkommen aus. Und hier gehen wir auf Default. Mit diesen Parametern funktioniert das schon. Jetzt kann ich auf Schließen gehen. Schließen. Und wenn ich das jetzt speichere,
kann ich das jetzt, ja, ich nenne das jetzt erstmal um in XYZ02 und dann kann ich das auch tatsächlich speichern. Und jetzt habe ich in meiner GECO-Datei wirklich die Bildinformation, um das auf meinem Display anzeigen lassen zu können. Und da sage ich wieder, wer soll darauf kommen? Warum steht das nirgends, dass ich dieses Plugin nach der Installation erst noch aktivieren muss? Nun gut, jetzt wissen wir es. MicroSD-Karte wieder in den Drucker, auf Drucken gehen und dann schauen wir mal. Und siehe da, wir haben unser Vorschaubildchen. Endlich habe ich es geschafft. Dann bestätige nochmal und er legt schon los mit dem Druck. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgeheizt, damit das alles ein bisschen schneller geht. Wenn der Drucker dann auf Temperatur ist, dann legt er auch schon los. Gehen wir hier mal ein bisschen näher ran. Und der erste Layer sieht hier ein bisschen grob aus. Ja, den macht er jetzt auch mit 0,3. Das ist eigentlich ein bisschen viel. Na gut, aber ich wollte jetzt einfach mal dieses Standardprofil ausprobieren, um zu gucken, wie das jetzt wird. Aber warten wir es mal ab und schauen uns den Würfel mal an, wenn er fertig ist. Dann blende ich hier mal kurz die echte Druckzeit an. Also etwas über 25 Minuten hat er für diesen Würfel gebraucht. Und wie der jetzt aussieht, da schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Als ich mir den Würfel dann jetzt hier zum ersten Mal angesehen habe, da war ich doch richtig enttäuscht. Ich war schon fast geschockt. Also so eine schlechte Druckqualität habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Auch hier diese Flächen total rau. Also wenn die Layer nicht richtig übereinander liegen. Ja gut, der erste Layer ist sowieso nichts geworden, weil er den mit 0,3 gemacht hat. Würde ich normalerweise nicht machen. Die Seite geht ein bisschen. Aber das sieht nicht gut aus. Auch hier bei den Buchstaben, bei den Kanten, diese Auswölbungen. Ganz schlimm. Also hier war ich wirklich maßlos enttäuscht über die Druckqualität. Da ich mir das Ganze nicht erklären konnte, habe ich wirklich alles nochmal ausgerichtet. Ich habe das Druckbild nochmal unten zu der Basiseinheit richtig parallel ausgerichtet, weil die nicht so hundertprozentig gerade war. Und dann habe ich wirklich nochmal die beiden Spindeln für die Z-Achse richtig ausgerichtet auf gleiche Höhe. Ich habe die Riemenspannung überprüft, ich habe die Andruckrolle überprüft, also mechanisch habe ich jetzt alles überprüft, ob da nicht da irgendwo ein Fehler war. Und alles nochmal so ein bisschen nachjustiert. Und dann habe ich noch die Profile von meinem Anycubic i3 Mega importiert und angepasst und alles nochmal gedruckt und getestet. Und die Druckergebnisse schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Auf den ersten Blick sieht das doch schon wesentlich besser aus, also nicht mehr ganz so katastrophal. Die Buchstaben sind jetzt relativ scharfkantig. Auch die Ecken sind jetzt nicht mehr ganz so stark gewölbt, wie das noch hier bei dem ersten Testwürfel der Fall war. Man sieht allerdings hier so kleine Rattermarken drin, wenn man sich das jetzt anguckt. Das ist mir aufgefallen. Und jetzt die Glattheit der Oberfläche ist auch nicht so dolle. Es ist zwar besser, aber es ist weit entfernt von gut. Die Deckfläche ist jetzt ganz ordentlich geworden. Und jetzt auch die Ecken sind relativ scharfkantig. Dann habe ich denselben Würfel jetzt nochmal in 0,1 mm gedruckt. Und hier sieht man auch wieder, die Buchstaben sind zwar ganz gut, aber die Layer liegen nicht sauber beieinander. Es ist einfach zu uneben. Hier bei dem Top-Layer habe ich zu wenig genommen. Da haben 3 nicht ausgereicht bei dem groben Füllmuster. Hier sehen wir wieder deutlich die Rattermarken. Auch hier. Aber ansonsten, die Ecken sind ganz gut. Um ein Filamentproblem jetzt auszuschließen, habe ich das gleiche Filament benutzt, womit ich jetzt auch mal den Sapphire getestet habe. Auch hier, ja, hier sind die Kanten, jetzt kann man das sogar bei dem spiegelnden Material noch besser sehen, die Kanten doch wieder so ein bisschen ausgewölbt und die Buchstaben. Auch hier oben drauf, ja, alles schön geschlossen. Aber hier sieht man auch wieder diese raue Oberfläche. Also irgendwas stimmt hier nicht. Die Layer liegen einfach nicht schön sauber übereinander. Den habe ich dann jetzt nochmal hier 0,1 mm gedruckt. Auch hier sieht man wieder sehr deutlich diese unruhige Oberfläche.
Und da ich jetzt nicht ganz sicher war, meine ich das jetzt bloß oder sowas, habe ich das jetzt mal direkt mit einem Testwürfel von einem Sapphire Pro verglichen. Hier auf der linken Seite haben wir den Würfel von dem Focus und auf der rechten von dem Sapphire Pro. Beides in 0,1 mm Leerhöhe gedruckt und nun vergleichen wir mal direkt. Und hier sieht man natürlich sofort, dass der Focus hier Riesenprobleme hat mit der Glattheit der Oberflächen. Der rechte Würfel ist also wesentlich glatter. Hier auch bei Schräglicht sehr schön zu sehen. Jetzt gucken wir uns mal die glatte Fläche hier an, ohne Buchstaben. Auch hier ist der Unterschied da sichtbar, jetzt allerdings nicht mehr ganz so krass. Auch hier sehen wir jetzt, ist ein Unterschied, aber nicht mehr ganz so gravierend. Und wenn wir wieder so gucken. Also das von dem Sapphire sieht doch jetzt um einiges schöner aus. Und bei den Deckflächen, das tut sich jetzt nicht ganz so viel. Aber hier sieht man wieder deutlich, gerade jetzt auch bei den Buchstaben, da hat der Focus so Riesenprobleme, die Oberfläche schön glatt zu bekommen. Man sieht eine richtige Riefenbildung jetzt in dem Druckbild. Auch hier wieder bei dem X-Buchstaben, da fällt das extrem auf. Dann habe ich jetzt auch mal versucht, langsamer zu drucken, um zu gucken, ob das irgendwas ändert. Aber das bringt gar nichts. Es ändert überhaupt nichts am Druckbild. Ob ich nur mit 60 mm drucke oder mit 30 mm, es wird einfach nicht großartig besser. Dann habe ich einfach mal so ein Funktionsbauteil jetzt hier gedruckt. Mit etwas höherer Bauhöhe und ein bisschen gleichmäßiger. Aber auch hier wirklich diese raue Oberfläche fällt sofort auf. Wenn ich jetzt so drauf gucke, merkt man das nicht. Da liegen die Leer eigentlich schön übereinander. Aber sobald ich jetzt wieder das Schräglicht von oben auf das Druckbild mache, sieht man sofort diese unruhige Oberfläche. Auch jetzt hier an den Kanten. Das sieht alles nicht besonders schön aus. Ich kann mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass dieses Vulcano Hotend, besser gesagt der Klon, einfach von schlechter Qualität ist und das jetzt irgendwie Auswirkungen auf das Druckbild hat. Nach ein paar Tagen hatte ich tatsächlich von dem deutschen Support, also die EU-Support-Adresse, Nachricht bekommen mit einem Download-Link von dem Slicer und den installieren wir jetzt einfach mal. Ja, natürlich ist das wieder hier kein verifiziertes Programm, also trotzdem ausführen. Ja, ich möchte es installieren. Next. Hier, Focus Slicer. Die Installation hat dann ganz schön lange gedauert, deswegen habe ich das Ganze hier mal beschleunigt. Ja, und irgendwann blieb es dann so ziemlich am Schluss stehen und hat sich einfach aufgehangen. Oh, da versuchen wir das jetzt mal hier zu beenden. Geht natürlich nicht. Also müssen wir das wieder hart killen hier über den Task Manager. Ja, ich habe das Programm dann gefunden. Jetzt wohl doch irgendwie halbwegs installiert. Wir sehen hier oben den Programmpfad. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das zu starten. Und zwar hier dieses, was so aussieht wie mit diesem Focus-Icon. Einfach mal anklicken. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, get started. Das ist wieder klar, Lizenzbedingungen, das ist immer wichtig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Fokus, ja, da haben wir ihn doch. F3 Olin, das ist jetzt meiner. Next. Dann haben wir das schon mal. Jetzt gucke ich mal, ob ich der hier irgendwie... Nein, meine Plugins hat er nicht übernommen. Kann ich irgendwie die Sprache einstellen? Na komm schon, was ist das denn? Warum geht das mal wieder zu? Deutsch, close. Sollen wir nochmal neu starten? Oh, das jetzt auch wirklich übernimmt.
Ja, sieht schon mal gut aus. Ich mache das Fenster jetzt mal ein bisschen größer, passt das hier mal an. So, jetzt haben wir hier die ganzen Einstellungen. Die Frage ist, ob das jetzt alles so funktioniert. Leider habe ich jetzt hier nicht. Ich versuche mal eben hier die Plugins. Ah ja, mal gucken, mal Marktplatz, ob ich jetzt den auch ganz normal nutzen kann. Dann kann ich mir eben jetzt hier diese Plugins installieren, um mal einen XYZ-Würfel zu machen. Das dauert natürlich wieder, mache ich jetzt nochmal einen Schnitt. So, da gucken wir jetzt mal. Wo haben wir das jetzt hier? Calibration Shapes, das haben wir jetzt installieren. Ja, zustimmen. Jetzt beenden und nochmal neu starten. Dann kann ich jetzt unter Erweiterung, Part for Calibration, mein XYZ-Würfel reinladen. Dann werde ich jetzt mal hier 0,2 nehmen. Füllung 20 reicht wahrscheinlich auch. Stützstruktur brauchen wir nicht. Soll ich das mal slicen? Ich meine mal eine Vorschau. Was ist das denn für eine Version? Steht da irgendwo was? Ach nee, steht nur die Focus-Slicer-Version, weil das finde ich schon wieder seltsam. Ist keine neuere Version, sonst würde das jetzt schon hier auf Linientyp automatisch stehen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist soweit okay. Ich würde sagen, ich speichere das jetzt einfach mal auf die SD-Karte und dann drucke ich das nochmal und dann gucken wir uns das Druckergebnis jetzt mal mit dem Original-Focus-Slicer an. So Leute, mittlerweile sind 3 Wochen vergangen, etliche E-Mails mit dem Support und absolut keine Besserung. Weder mit Cura noch mit dem Focus Slicer, wie wir sehen, immer massive Probleme mit der Druckqualität. Hier mal das Originalmaterial von Focus, was ich unbedingt testen sollte, aber auch hier sind die Layer nicht sauber übereinander. Dann habe ich mal anderes Material probiert, aber dieser Drucker hat massiv Probleme mit der Druckqualität. Und der Support konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Das war alles mehr so eine Zermürbungstechnik. Hier auch wieder ein anderes Profil, was ich mal getestet habe. Auch alles von denen bekommen. Und es bringt einfach nichts. Ihr seht das ja. Dann habe ich auch einfach mal jetzt so eine Katze gedruckt. Ich denke, ja, probierst du es mal, vielleicht ein Problem mit den Würfeln. Aber wie ihr hier seht, grauenvolle Druckqualität. Und als wir da jetzt mit dem Support nicht wirklich weitergekommen sind, haben die irgendwann einfach gar nicht mehr geantwortet. Kommen wir nun mal zu meinem persönlichen Fazit. Was natürlich als erstes gefällt, ist der kinderleichte Aufbau. Man kann den Drucker wirklich ganz alleine aufbauen, indem man mit einer Hand den Galgen anhebt und dann anschließend die Schrauben montiert. Auch optisch gefällt mir dieser Drucker wirklich sehr gut. Er hat geringe Aufstellmaße, sieht kompakt aus und dazu noch sehr aufgeräumt durch diese Flachbandkabel. Und trotz kompakter Maße hat er eine Druckfläche von 235 x 235 mm. Er hat ein MKS-TFT mit Robin Nano Board, also auch hier ein offenes System, wenn man was verändern möchte. Auch das Menü lässt sich hier auf Deutsch einstellen, wenn es auch noch fehlerbehaftet ist. Aber sowas lobe ich mir immer, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wir haben hier einen Direktextruder mit Volcano Hot End Clone und der Filamentsensor ist hier sogar im Druckkopf integriert. Also kein Rumgebamsel und Einfädeln wie bei anderen Druckern. Der Galgen für die Z-Achse sehr weit hinten, sodass wir wunderbar an unsere Levelschrauben drankommen. Und die geringe Aufstellmasse von 47 cm in der Tiefe und 40 cm in der Breite sind wirklich äußerst kompakt. Kommen wir nun zu den negativen Sachen bei diesem Drucker. Da fällt natürlich als alles erstes auf die Lautstärke. Mit durchschnittlich 65 dB ist der einfach zu laut. Also wenn man den in der Wohnung stehen hat oder davor sitzt, das ist einfach nur nervig. Auch die Klammern am Druckbett, die die Glasplatte festhalten, sind im Weg und die Nozzle-Kanten dagegen krachen. Das darf eigentlich nicht passieren. Also wenn schon Druckbettklammern, dann bitte die Platte in Y-Richtung länger machen, sodass die Druckklammern außerhalb des Druckbereichs sind. Auch dass für die beiden Motoren der Z-Achse nur ein Endschalter existiert und sie sich dadurch unabhängig verstellen können, gefällt mir überhaupt nicht. Auch dass der Autoload-Button versucht hat, das Filament in den kalten Extruder einzufädeln, fand ich nicht so prickelnd. Über diese ganzen Negativpunkte könnte ich hinwegsehen, wenn nicht diese grauenvolle Druckqualität wäre, gepaart mit dem grauenvollen Support. Zumindest meine Erfahrung. Und als ich dann mehrmals gesagt habe, Leute, diese Druckqualität kann nicht normal sein. Dieser Drucker hat wahrscheinlich irgendeinen Defekt, den ich jetzt hier kurzfristig nicht finden kann. Bitte schickt mir doch ein Austauschgerät. Nein, keine Chance. Prüft mal die Riemenspannung, sind alle Schrauben fest und so weiter und so fort.
Zum Schluss wollte man ein Bild haben von dem defekten Teil, was ich habe. Ja, woher soll ich wissen, was defekt ist? Wollt ihr ein Bild von dem ganzen Drucker haben? Naja, und dann haben sie irgendwann halt gar nicht mehr geantwortet. Oder bin ich einfach zu anspruchsvoll? Denn wenn ich meinen Würfel jetzt mit ganz normaler Beleuchtung von vorne beleuchte, also ins richtige Licht rücke, dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Vielleicht deshalb auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Denn bei uns im Discord gibt es Leute, die sagen, hör mal, der Drucker ist super mit perfekter Druckqualität. Ich persönlich bin mit meinem nicht zufrieden. Denn wenn ich jetzt mit kritischer Beleuchtung diesen XYZ-Würfel mit einem Würfel zum Beispiel jetzt von einem Anycubic Viper vergleiche, gucken wir uns das jetzt mal an, da sind die Unterschiede einfach nur gravierend. Und dieser Würfel von dem Fokusdrucker hier wurde schon mit einem Profil gedruckt, welches mir die Besitzer des Fokusdruckers gegeben haben. Die haben gesagt, hier benutze dieses Profil, damit haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Man kann das hier mehr als deutlich sehen. Der Würfel von dem Viper ist wesentlich sauberer, die Layer liegen akkurat übereinander. Bei dem Fokus dagegen, als wenn die sich irgendwie verschieben, mal dicker, mal dünner. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich persönlich kann mit dieser Druckqualität nicht leben. Und genau aus diesem Grund kann ich für diesen Drucker leider keine Kaufempfehlung aussprechen. Es kann ja wirklich durchaus sein, dass mein Drucker hier einen Defekt hat. Aber dann erwarte ich doch bitte schön von den Super, dass sie sagen, okay, sorry, ist was verkehrt gelaufen, tut uns leid, schick zurück, du kriegst einen neuen. Aber nicht diese Hinhaltetaktik, bis man irgendwann mal genervt aufgibt. Solltet ihr aber dennoch Interesse an diesem Drucker haben und euch den unbedingt kaufen wollen, kann ich euch nur dringend empfehlen, holt ihn bei dem Händler eures Vertrauens, sodass ihr gegebenenfalls, wenn ihr das Ganze ausprobiert habt und nicht zufrieden seid, ohne Probleme zurückschicken könnt. Mir ist vollkommen bewusst, dass dieses Video wahrscheinlich sehr viele negative Bewertungen bekommen wird, weil sich jetzt die ganzen Fokusanhänger irgendwie auf dem Schlips getreten fühlen. Aber ich will ehrliche Reviews machen und das ist jetzt meine ehrliche Erfahrung mit diesem Drucker. Der Drucker hat ein Problem und der Support hat mich alleine gelassen. Aber natürlich nehme ich auch gerne Tipps entgegen von den ganzen Leuten, die diesen Drucker besitzen und damit zufrieden sind. Habt ihr neue Profile? Habt ihr eine neue Firmware oder irgendwelche anderen Sachen, die ich hier noch ausprobieren kann? Gerne, probiere ich aus. Ansonsten sage ich ganz einfach mal, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.